und herzlich willkommen ein letztes Mal in dieser Staffel. 40. Folge. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Das Auto ist fertig. Das Auto hat einen TÜV. James läuft wie verrückt. Es gibt hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, die zu machen sind, aber prinzipiell ziemlich geil. Ich wollte ganz gerne mal so die letzten 39 Folgen Revue passieren lassen. Ich mache das einfach mal im Schnelldurchlauf, um das mal kurz zusammenzufassen. Im September 2017, also 2,5 Jahre ist das jetzt her, habe ich das Auto gekauft. Bin dazu extra nach Köln gefahren, und zwar an einem Tag mit dem Nachbarn und dem Trailer hin und zurück. 1300 Kilometer. 650 Kilometer pro Strecke sind wir gefahren, und das war ein Ritt von 13 oder 14 Stunden. Und dann, als er dann hier zu Hause war, haben wir den noch ein bisschen ausprobiert, sind noch ein bisschen gefahren mit und haben den direkt am ersten Tag gleich angefangen zu zerlegen. Scheune vorbereiten, alles auseinandernehmen, komplett zerlegen. Aber trotzdem hat sich irgendwie über 2,5 Jahre gezogen. Warum mussten wir den zerlegen? Unter anderem, der Zylinderkopf war undicht. Also das war so eine Vermutung auf jeden Fall, dass der Zylinderkopf undicht ist. Der Rahmen, also unten der Rahmen, war komplett verrostet. Der musste definitiv getauscht werden. Man hätte sicherlich noch anfangen können, irgendwie da ein paar Sachen wieder anzuschweißen oder so, aber da waren einfach zu viele Sachen kaputt und man hat in diesen Rahmen nicht reingeschaut und konnte nicht wirklich sehen, ob der wirklich noch irgendwo was halten sollte. Die Türen waren unten durchgerostet und deswegen musste an dem Auto natürlich viel gemacht werden. Damit viel gemacht werden konnte, musste ich mir eine Menge Werkzeug kaufen. Also in 2 Folgen habe ich, glaube ich, gezeigt, was für Werkzeug alles so notwendig ist, von Bördelwerkzeug, eine Hydraulikpresse, beziehungsweise hier so eine Presse, ein Haufen, wie heißen die, Haufen Nüsse verschiedener Art und, oder Spezialwerkzeuge zum Einstellen vom Zylinderkopf und so weiter und so fort. Unser bester Lieferant war Paddock Spares. Paddock Spares aus Großbritannien. Die haben uns auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen geliefert. Also insgesamt, glaube ich, 15 Lieferungen zu einem Wert von knapp 6.500 britischer Pfund. Jetzt, wo der Brexit ins Haus steht, beziehungsweise wo der Brexit eigentlich schon durch ist, könnte es wahrscheinlich etwas schwieriger werden, die Teile dort günstig zu bekommen. Aber schauen wir mal, das meiste ist ja schon da, beziehungsweise ist schon dran. Das dürfte also nicht mehr ganz so tragisch werden. Was wurde alles gemacht? Fast alle Bremsleitungen wurden ausgetauscht, der Rahmen wurde getauscht. Alles, was oxidiert war, wurde getauscht bzw. repariert. Alles, was verrostet war, wurde ebenso getauscht oder ausgewechselt oder repariert. In 2 Folgen, weiß nicht, irgendwo 20. oder so, bin ich mit dem Christian nach England gefahren und wir haben dann den neuen Rahmen geholt. Abholung, und das kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, weil es auch auf dem Rahmen steht, war der 9. April 2018. Und da haben wir den Rahmen direkt in England geholt und bei der Gelegenheit haben wir auch Paddock Spares mal besucht. Voll die kleine Bude, aber kann man sich gerne in dem Video mal anschauen. Ja, was haben wir gemacht? Also Motor habe ich ja auseinandergenommen, beziehungsweise einen Teil vom Motor, den Zylinderkopf, um die Zylinderkopfdichtung zu wechseln. Das Lenkgetriebe hat uns ein bisschen Sorgen bereitet. Also das war ja erst, ich habe erst alle Dichtungen getauscht und das komplett überholt, dieses Lenkgetriebe, und eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen wieder repariert und eingestellt. Aber irgendwie war es doch noch undicht. Und deswegen musste dann unplanmäßig doch ein neues Lenkgetriebe gekauft werden für knapp 700 oder 800 Euro. Wir haben eine Menge Heavy-Duty-Teile verwendet. Also beispielsweise die ganzen
Federn sind Heavy Duty. Dann die Kupplung ist zum Beispiel auch in der Heavy Duty Ausführung. Das heißt, die ist von Mike von Britannica Restorations. Ich habe es eh kurz erwähnt in dem Video. Der hat die Kupplung einfach ein bisschen verbessert. Und man merkt auch, dass die schön kräftig ist und super funktioniert. Unterbodenschutz wurde komplett neu gemacht, beziehungsweise wurde überhaupt mal gemacht. Da war ja vorher ja gar kein Unterbodenschutz dran. Die Verkabelung wurde zum Teil neu gemacht. Also der Hauptstrang von vorne nach hinten, der ist zwar gleich geblieben, aber hinten die gesamte Beleuchtung wurde neu verkabelt. Die Hängersteckdose wurde neu verkabelt. Ja, die Einspritzpumpe hat noch ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Eigentlich hätten wir gedacht, die Einspritzpumpe funktioniert wie verrückt, weil sie hat ja bis zum Schluss funktioniert. Aber offensichtlich war die einfach mal leicht angerostet, leicht verdreckt. Und in einer ganzen Folge haben wir die Einspritzpumpe komplett überholen lassen, auseinandernehmen lassen, alle Teile, die getauscht werden mussten, tauschen lassen. Und danach lief die wieder 1A spitzenmäßig. Ja, ihr sandstrahlt und lackiert wurde sehr viel. Ich habe mir extra eine Sandstrahlkabine gebaut. Zunächst war es eine relativ große und grobe Kabine, wo man auch wirklich große Teile drin sandstrahlen konnte. Aber dann mit ein bisschen Erfahrung hat man oder habe ich gemerkt, dass diese Sandstrahlkabine einfach nicht brauchbar war. Und dann habe ich in meinem Do-it-yourself-Blog die Sandstrahlkabine quasi mal überholt, verbessert, verkleinert vor allem und so gemacht, dass es eben nicht mehr so eine Sauerei ist. Und die funktioniert jetzt spitzenmäßig. Was haben wir noch gemacht? Ja, fast alle Teile lackiert. Also zumindest was außenrum so war, wurde alles lackiert, die Achsen lackiert und so weiter und so fort. Zum Schluss hat er dann noch neue Reifen bekommen. Die Felgen wurden auch gesandstrahlt und lackiert. Und zu guter Letzt, in der letzten Folge, habt ihr sicherlich gesehen, gab es dann endlich den TÜV. Jetzt mal noch ein paar Zahlen und Fakten zu dem ganzen, zu der ganzen ersten Staffel. Die Menge an Videomaterial, die ich bisher verbraucht habe, ist 1,4 Terabyte. Also circa, also das Rohmaterial. Das sind circa 3600 Dateien. Geschnitten und aufgenommen habe ich fast ausschließlich mit meinem Handy. Das heißt also, vorher hatte ich ein Galaxy S7 von Samsung. Aktuell ist es ein Galaxy S9. Mit dem Telefon nehme ich quasi fast alles auf und schneide es auch alles. Und aufnehmen tue ich das Ganze in 2,6K Auflösung. Aus dem Grund, weil die 4K Auflösung beim Galaxy S9 beschränkt ist auf 5 Minuten Aufnahmezeit. Und deswegen mache ich es nur in 2,6K, da kann man wenigstens am Stück 10 Minuten aufnehmen. Und ich denke, das ist immer noch ausreichend. Ja, das Schneidprogramm, was ich verwende, ist der PowerDirector Mobile. Der ist auf jeden Fall ziemlich geil. Kostet Miete 3 Euro im Monat, die App. Und bisher hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sicherlich hier und da kleine Einschränkungen, aber es ist ziemlich, ziemlich einfach und geht auch ziemlich schnell zu schneiden. Ich bin kein Profi beim Schneiden, aber funktioniert offensichtlich. Was haben wir noch? Paddocks-Lieferung hatte ich schon erwähnt. Zum Thema YouTube. Aktuell sind wir, glaube ich, bei ungefähr 460 Abonnenten. Die meisten davon sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. 99% sind männlich. Nona net. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber ich glaube nicht sehr viele Frauen haben wirklich Interesse an solchen. An sowas. Quasi. Aber ich freue mich natürlich, wenn auch Frauen daran Interesse haben. 60% der Zuschauer waren bisher aus Deutschland und der Rest der Zuschauer kommt zumeist aus Österreich, aus den USA, aus Großbritannien oder sogar aus Polen. Ja. Was hat das ganze Projekt bisher gekostet? Also
Ich bin jetzt ungefähr bei einem Stand von ca. 25.000 Euro. Mit Kaufen, mit Ersatzteilen, mit Werkzeugen, mit allen Anbauteilen, mit allem drum und dran, was dafür nötig war. Was natürlich nicht mit einberechnet ist, sind die ganzen Arbeitsstunden. Also ich glaube, das waren tausende Arbeitsstunden. Also zumeist mache ich das ja nachts, wenn alles rundherum schläft, bin ich in der Garage und schraube an dem Auto. Und das sind wirklich sau viele Stunden gewesen. Aber hat Spaß gemacht, trotzdem. So, als letztes noch zur nächsten Staffel. Die nächste Staffel, also die zweite Staffel, da habe ich ein bisschen was vor. Und zwar möchte ich ganz gerne die ganze Staffel, wenn möglich, in Englisch machen. Also auf jeden Fall aus dem Grund, um mein Englisch ein bisschen zu verbessern, um ein paar Fachbegriffe mit einzubringen, um flüssiger zu werden in Englisch, um das einfach zu dokumentieren und natürlich auch, dass möglicherweise auch die nicht deutschsprachigen Zuschauer sich das einfacher anschauen können. Weil das Ganze zu übersetzen mit Untertitel und so weiter, das ist ziemlich anstrengend und aufregend, aber ich glaube, dass die meisten recht gut Englisch können und deswegen versuche ich natürlich, das Ganze dann auch in Englisch zu machen. Die nächste Staffel soll auf jeden Fall nicht daraus bestehen, wieder nur zu bauen. Es wird natürlich viel Bauerei und viel Anbauteile mit dabei sein, aber ich möchte natürlich auch ein paar Touren machen. Ein paar Offroad-Tracks ausprobieren, ein paar Reisen machen, ein paar Trips machen, irgendwohin, ein paar Leute besuchen. Ich habe da zum Beispiel schon in Flensburg ein Ziel, wo ich gerne hin möchte. Da ist jemand, der handelt mit Defender-Teilen. Mit dem kann man sicherlich ganz gut ins Gespräch kommen. Was aber auf jeden Fall noch kommen wird an Bausachen, wird in der zweiten Staffel sein. Der soll einen Überrollbügel kriegen. An den Überrollbügel soll ein Dachgepäckträger obendrauf. Auf den Dachgepäckträger soll ein Dachzelt natürlich mit drauf. Dann möchte ich ganz gerne den Zusatztank mit anbringen, diesen 45 Liter Zusatztank von GMP Mount. Das Motorhauben-Reserverad möchte ich gerne anbauen. Also, dass ich noch ein zweites Reserverad auf der Motorhaube habe. Unten an der Seite unter den Türen sollen diese hässlichen Ränder sollen da weg und dafür kommt ein richtig schöner Tree Slider bzw. ein schöner Rock Slider mit dran. So dass es, also so ein richtig fettes Rohr, was unten rum lang geht, was auch wirklich wunderschön aussieht. Ein Schnorchel soll mit dran. Vorne, der kommt dann auch mit an den Überrollbügel mit rangeschraubt. Eine Standheizung möchte ich ganz gerne einbauen. Eine Innenraumheizung muss natürlich auch mit rein, weil die Motorheizung ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Die macht das Auto zwar warm, aber wenn es dann später ausgebaut werden soll zu einem Wohnmobil, dann braucht es natürlich auch eine vernünftige Innenraumheizung. Ja, und ansonsten möchte ich noch einige Verbesserungen machen hier und da. Also ein Haufen Kleinigkeiten werden sicherlich sein, die noch verbessert werden sollen. Also alles in allem war es auf jeden Fall eine sehr interessante Staffel und waren es echt 2,5 schöne Jahre, wo ich eine Menge gelernt habe, das Auto quasi bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen habe. Und endlich fährt er. Ja. Ich werde euch noch ein paar Videos zeigen, wie er läuft, wie er fährt. Und was ich eigentlich äußerst selten erwähne, beziehungsweise fast gar nicht erwähne, also ihr könnt mir gerne jederzeit Kommentare dalassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, ihr könnt mir gerne auch einen Daumen da lassen, Daumen nach oben. Beim Kanal abonnieren nicht vergessen, die kleine Glocke anzuhackeln, dass man immer erinnert wird, wenn ich wieder neue Videos hochlade. Ich möchte auch nicht vergessen, meine zwei anderen Blogs zu erwähnen. Also der eine ist ein bisschen so Do-it-yourself-Videos, also von Wohnzimmerlampe bauen bis, keine Ahnung, Pferdetränke oder ähnliches. Und der zweite Block ist dann eben über die ganzen Makita-Geräte, die ich verwende. Also vielleicht sieht man in den Videos, dass ich fast ausschließlich Makita-Akkugeräte verwende. Und darüber mache ich eben auch noch einen Block, wo ich ab und zu ein paar dieser Geräte vorstelle.
beziehungsweise auch die Verwendung vorstelle. Ja, schauen wir mal, was die zweite Staffel bringt, beziehungsweise so die ersten Ausfahrten, die ersten Touren und die nächsten Anbauten. Es bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an die treuen Zuseher und viel Spaß mit der nächsten Staffel.